Viel Spaß und alles, alles Gute jetzt. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ja, hallo meine 14 Bärchens und, ja genau. Ach, Pingelingeling erstmal. Uiuiui, ich hab zwei. Ja, wir sind schon wieder zu schnell. Ja, manchmal viel zu schnell für mich. Mal erstmal Pingelingeling. Hyperspace. Prost, jetzt Prost, Prost. So ganz einfach, ganz easy Prost. Word. Prost. Nee, komm, diese Verbrüderung unter den Gläsern und so. Ja. Naja, wenn es sein muss. Meine Damen und Herren, Prost. Prost, meine Damen und Herren. Prost. Danke. So. Wie ihr vielleicht schon am Intro erkannt habt, habe ich eine neue Kategorie. Gourmet-Ministers Reactions. Ja, ich wollte nie einen Reaction-Kanal machen, ne? Wollte ich nie so machen. Ich habe noch nie ein Reaction-Video gemacht. Ne? So, aber irgendwann sind es jetzt ja dann doch ein paar mehr geworden. Und dann dachte ich mir, dann kann man auch ein Intro machen und eine neue Playlist. Und da sind jetzt alle drin. So. Ich dachte, das wären alles KI-Videos gewesen. Oder? Ja. Keine von dir, ne? Nee, war schon echt. Das ist echt praktisch. So, wir haben natürlich eine Reaction vorbereitet, aber, ich habe heute eine Message bekommen, die mich sehr bewegt hat, vom Steffen. Und die möchte ich erst vorher verlesen. Und danach komme ich nochmal... Das ist auch in Ordnung, das nicht. Ja, habe ich gefragt, ist alles in Ordnung. Lieber Steffen, das Video geht an dich auf jeden Fall. Und er schreibt, ich muss die Gelegenheit mal nutzen und was loswerden. Ich bin alleinerziehender Vater einer 7-jährigen Tochter. Am 2. Oktober letzten Jahres ist meine Frau und Mutter meiner Tochter verstorben. Sie wurde nur 43 Jahre alt. So um den November herum bin ich dann bei YouTube auf deinen Kanal gestoßen. Dein Kanal, die Videos haben mir sehr geholfen, dass ich so langsam wieder lachen konnte und Spaß empfunden habe. Danke dafür, das musste ich jetzt mal loswerden. Liebe Grüße, Steffen. Liebe Grüße zurück an dich. Also wenn man solche Nachrichten bekommt, dann ja... Puh, dann weiß man, ja, muss ja so sacken lassen, ne? Dann weiß man aber, warum man das macht. Aber warum man da so Spaß hat. Aber das ist es ja, ne? Also das hat man ja auch schon zwischendurch meine Kommentare gelesen. Auch Leuten, denen es dann mal seelisch nicht gut ging oder so oder gut geht. Ja, die zu Pandemie-Zeiten zum Beispiel. Ich kann dir gar nicht in die Augen gucken, weil ich total geblendet werde. Ja, es ist ja. Nicht gerade. So, hier, aber vielleicht das ist halt gut, zu, ne? Dass dieser ganze Klamauk-Schabernack und manchmal auch Humbug halt dann trotzdem was Gutes hat auch. Immer wieder ein wahres Vergnügen. Ja. Nicht nur im Süppeln in nee. Hin und her. Also, mir tut das dann auch echt gut, sowas zu hören. Also, ja, absolut. Ich habe dir das ja heute schon geschrieben und... Ja, das sind, dafür macht man es dann, ne? Oder nicht nur dafür, aber das sind so schöne, wie sagt man das? Ich finde es ja, weil lieber dafür, dass Leute dann, weißt du, ein bisschen da aus der Scheiße für den Moment rausgerissen werden. Absolut. Als irgendwelche Affenköpfe oder so, weißt du, die willkürlich irgendwelche dummen Kommentare schreiben, die mit nichts was anfangen können und hin und her halt so, ne? Es geht strahlt aber wirklich von da. Ich lag heute nur halb auf der Sonnenbank, weißt du? Hier alles dunkel. Ja, aber gut, wir haben hier eine Reaction, wie es so schön heißt. Wir reacten jetzt auf ein Format aus den 80ern und ich meine, es lief auf RTL. Aha. Natürlich. RTL, unser Lieblingssender. Und ich kenn's wahrscheinlich mal wieder nicht. Wie, durftest du da noch nicht wach bleiben? Nee, das kam immer so. Ich erkläre kurz, wann das eingespielt wurde. Das wurde auf RTL eingespielt. Also man konnte ja als Werbefirma so Werbeblöcke kaufen. Mhm. Aber manchmal haben sie die Werbeblöcke bis zur nächsten Sendung nicht füllen können. Und dann kam... dieser Herr ins Spiel, den du jetzt gerne mal anmachen darfst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hier, da die Klick, nein. Ja, das war ja... Jetzt bin ich ja mal gespannt. So, dann kam dieser Mensch ins Spiel, der dann so lange überbrücken durfte bis zur nächsten Sendung. Ich ahne schlimm. Ein Mensch, Björn Herr Hergenschimpf. Ich glaube, dass das eine falsche Einschätzung der Situation ist. Ja, fast. Karlchen. Oh nein. Nee. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Oh, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Und diese Opa Salvatore, das ist euch gleich alle ein. Ja, wer ein bisschen Schaum haben will, wir hören ihn ja. Der macht ihn immer so. Ja? Ja, hallo Salvatore. Das ist ja komisch. Hallo, komisches Format. Cool, Standbild. Aus Bayern, aber wir hören ihn ja. Naja, wir hören ihn. Ich wollte ja jetzt heute vernünftig. Ja, das ist merkwürdig, irgendwie komisch. Noch nicht, aber gleich kriegst du eine kleine Seife von mir. Aber Vorsicht, keine Seifenblase sagen. Stimmt, was okay, mit dem Video ich dir vorstellen? Das ist die Badewanne. Alter, fürchterlich. Stimmt, der kam immer zwischendurch mal. Ja, der genau. Wagschein ist immer genau. Und dann Rosso Sala Blu. Oh. Aber da ist nichts.
Den haben die noch mal irgendwann später gezeigt. Und das ist so, so Kartenhütchen. Boah, jetzt ist das ist irgendwie ein bisschen doof, dass das so hängt. Ja, das ist ein bisschen blöd, ja. Und dann rote. Ja, ja, ja. Das ist der blau. Blau wie die Schaumbade. Boah, jetzt ist aber wirklich hell hier. Blau wie die Schaumbade. Hat da eigentlich schon mal... Boah, ich sag mal, der ist ja so ein... Ja, da müssen wir jetzt leider... Deswegen hat nämlich Salvatore die Sonnenbrille auf, weil er ja so... Da kommt gleich richtig der Strahler hier hin. Das musst du an dem Hamburger. Ja. So, wir können natürlich kurz den Break machen, dann könnt ihr so lange ein Video von Salvatore sehen und wir gucken das Video nochmal über Leppi und nicht über den Fernseher. Ich wollte ja eigentlich mit euch mitspielen jetzt. Ja, wo ist er? Wo ist er? Ja, das sieht man natürlich nicht. Weil wenn er mal so macht und nur zwei Karten sind, ist natürlich doof. Wer glaubt, ich bin doof, wa? Bin ich aber nicht. Auf Gelb. Ja, aber es ist halt das typische Hütchen. Ja, das ist halt das Ding. Da ist die Badenixe da. Boah, auch dieses, ich glaube, dieses Gekünstelte, der redet doch nicht so. Wie viel Klischee? Ja, ich frage mich, der hat übrigens auch Gino Ginelli das Eis erfunden. Herrlich italienisch, locker, leicht und cremig. Jede Packung hat zwei Sorten, was Schönes gibt's es nicht. Nougat, Sabayone, Stracciatella, Cappuccino. Ja, das ist das für dich. Ja, das ist das für dich. Ja, das ist das für mich. Oh Gino, oh Gino, Ginelli. War er wirklich Italiener? Nicht, oder schwimmen kommst, ist das nur... Ey, wahrscheinlich, wenn die Kamera ausgeht, ist er so Kölsch. So, boah, danke schön. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Nein, die haben den irgendwo mal wieder gezeigt. So 30 Jahre später oder was weiß ich halt. In diesem Revival-Sendung da immer. Das ist aber auch so gequatscht. Naja, wenn das halt... Ich sag mal, wenn das seine Rolle ist, dann kann der es ja vielleicht dann auch, wenn er wieder vor der Kamera ist, so... Ja, das ist richtig. Das nervt mich hart, dass das so abgerissen ist. Ja, das ist schade. Ich finde das eh. Ja, aber ihr seht's ja flüssig. Wir haben immer Stop-Motion halt hier. Ja, ihr könnt immer mitraten, wo jetzt ist. Wie so eine Bravo-Foto-Story. Ja, Alter. Ist Salvatore gewinnen oder nicht? Salvatore. Das ist aber echt heavy, ey. Rote? Ja, da, irgendwo da. Ja, ja, das ist jetzt doof. Jetzt können wir leider nie mitspielen. Ja, das war eigentlich der Plan, dass man mitspielt. Aber gut, dann ist es halt technische Probleme. Ihr könnt mitspielen, das ist die Hauptsache. Und vor allen Dingen du, Steffen, kannst mitspielen mit deiner 7-jährigen Tochter, an die ich auch nochmal liebe Grüße raussende. Stimmt, erstmal Glücksspiel für Kinder. Geil. Ich bin nächste Woche auf dem Schulhof, weißt du? Ich habe hier... Ja, 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 ja. Das, ihr Pausenbuch verzocken, eigentlich nicht so schlecht. Wenn man mal was drauf hat, was man nicht mag, dann kann man da so ein bisschen... Ja, dann hier, dann lernst du mal, wie das mit den Kärtchen geht. Jetzt muss ich keine Karten, du kannst es hier auch mit drei... Boah, mach das doch nicht in drei Kronkorken, boah, voll geblendet. Mit drei Kronkorken halt. Was machst du denn dann unter einen Reiskorn? Nein, kleine Menschen, die miese Kommentare schreiben. Ja, stimmt, von woher passen die da drunter, ne? Ja, ja, die kommen aber immer in die Mitte. Wo ist das? Immer. Ja, ja. Blau. Blau, aber guck mal, sie hat schon gut abgeschlossen. Oh, und da macht er Ob der Sprüher an all die schlechten Erfahrungen etwa in diesem Polizeigebäude denken musste? So, und dann kommen halt die Bullen. Und dann ist auf jeden Fall, was danach für die Tanzpartei kommt. Was ist das denn bitte? Ja, das guckt ja wahrscheinlich Dance. Das heißt einfach, boah, wie heißt die alte noch? Manninghaus oder bla bla bla. Ja, ist sie. Die heißt Manninghaus. Warum gucken wir nicht diese Dance-Sendung? Ich hab die Sendung, ich hab da eine Folge vor. Du willst eine Dance-Sendung sehen? Ja, klar. Okay, dann gucken wir demnächst. Da habe ich das Ding schon rausgezogen. Sprüche auch. So Tanzsprüche einfach nur. So Tanzsprüche wie hoch das Bein, Dingelingeling, das können wir auch beim Tanzen. Und jetzt die Beine hinter den Kopf. Letztens hat sich auch jemand beschwert, dass es noch kein Yoga-Video gibt. Naja. Das wird's geben, ich verspreche das. Alter. Flotte Teens, da kommt nach RTL aktuell, da stand Flotte Teens, jetzt ohne Jeans. Ja, jetzt mach ich mal aus, weil dann kommen die anderen flotten Sachen hier, Alter. Ja, oh, da kommt ja nicht mehr. Ich möchte das sehen. Ja, das ist aber nur dieses Fragment gewesen. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank für diese Nachricht, die hat mich und auch uns alle sehr bewegt. Wir hoffen, vielleicht haben wir dir mit diesem Chaos wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert. Grüße gehen auch raus an deine Tochter. Alter, ich schwitze wie so, ne? Ich kenne das, wenn man mit kleinen Mitbewohnern zu tun hat irgendwie. Das kann manchmal sehr anstrengend sein, aber auch wunderschön. Aber ab und zu stehe ich auch. Aber vor allem sehr anstrengend. In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Steffen, schönen guten Morgen, Mittag, Abend. Ja, ja, oder Nacht, je nachdem, wann du das siehst. Und du kannst jetzt was?
Weiter Glücksspiel, ja, abschalten. Ich möchte mich nur bei unseren Zuschauern bedanken, die immer wieder durch zahlreiche Briefe ihr außerordentlich starkes Interesse an unserer Sendung bekundet haben. Ende der Spielzeit.